Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, am Ende der letzten Folge dachte ich eigentlich, wir wären schon fast fertig. Und dann haben die Gegner ja noch Unterstützung bekommen. Wir wissen, dass hier mindestens noch ein 40-Tonner und ein 60-Tonner unterwegs sind. Und die flankieren uns. Ja, werden auch hier entsprechend angezeigt. Und wenn wir den Pfeilen folgen, dann sind damit markiert einmal hier ein Turm. Also einfach ein Gebäude, was wir noch zerstören müssen. Und hier der Geschützturm. Ansonsten wissen wir, haben wir keine Informationen über weitere Feinde. Es ist allerdings etwas merkwürdig, dass sie hier zu zweit kommen. Ah, normalerweise. Ich rechne damit, dass da noch zwei weitere sind, dass das eine vollständige Lanze sein wird hier. Okay. Wir sind in der Sprintphase. Das heißt, in dieser Runde kann niemand mehr angreifen. So. Yes, Commander. Wir schauen mal, wie weit wir hier auf die andere Seite kommen würden. Wenn wir als Ziel für die nächste Runde uns vornehmen, den Turm rauszunehmen und Deckung zu erhalten, dann wird das schwierig werden. Okay. Ja gut, dann beweg du dich mal hier an den Rand des Waldes. Roger that. Wir sind halt schon ein bisschen angeschlagen. Nicht zu sehr, aber... So. Du kannst sogar bis da hinten. Okay. Bei dir haben wir kein Bollwerk. Und du hast noch... Ja, gut. Du rennst ganz weit hier rüber. Wobei PPK und LSR 15, wenn du von hier aus angreifen würdest. Ja, das ist klar. Okay, renn los. Extrem viel ausweichen. Ja, 40 Tonnen wird halt früh dran sein. So. Also, Stand jetzt bleibt es bei den beiden. Good to go. Wir haben hier keinen Spitzenpiloten. Da haben wir... Fünfmal ausweichen und Bollwerk. Ja, und Bollwerk. Wir werden uns hier erst einmal zurückhalten. Ja. Reserving action. Der 40-Tonner bewegt sich. Sehr gut. Den können wir angreifen, ohne eine Sensorerfassung zu verwenden. Und der ist auch relativ schwach. Aber es war auch zu erwarten bei 40 Tonnen. Zweimal M-Laser, mit dem L-Laser, mit dem leichten Laser kann er jetzt noch gar nicht angreifen. Multiziel wäre ganz gut, um hier schon mal ein bisschen was vom Ausweichen abzubauen.
Und wir könnten uns theoretisch noch einmal zurückhalten. Und den 60-Tonner, das nochmal abzuwarten. Ja, der wird uns hier jetzt nicht zerschießen. Okay. Greift uns noch gar nicht an, alles klar. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall den Turm rausnehmen. Weil die, ja, Zimmer LSR-15 möchte man jetzt natürlich nicht abbekommen. Wer hat denn Multiziel? Debuchy hat Multiziel. Ja gut, der steht natürlich jetzt... Können wir dich so drehen, dass du... Und so hinstellen und drehen. Also es wird auf jeden Fall funktionieren. Oh, er hat keine Sprungdüsen. Ach, Mann. Sprungdüsen ist mal immer extrem flexibel. Hätte ich erst nachschauen sollen. Bevor ich die Behauptung raushaue. Ah, das scheint dann doch nicht zu funktionieren, ja. Ich glaube, den Punkt habe ich jetzt schon öfter mal probiert. Ach so, von der anderen Seite vielleicht. Nee, aber das ist ja dann eine 180-Grad-Geschichte. Das klappt auf gar keinen Fall. Nee, nee. Ja, gut. Dann wirst du... dich dahin bewegen, dreimal ausweichen bekommen. On my way. Und nur den Turm angreifen. Und du bekommst, weil du jetzt hier mit dem Heck zu den zwei Feinden stehst, bekommst du auch noch Wachsamkeit. Roger. Hat auch nicht ganz gereicht. Ready for orders. Ja, schade. Waiting for orders. Yes, Commander. Wie viel TP hat der Turm da noch? 27. Wir werden hier auch mit der Wachsamkeit arbeiten. Wegen der +1-Initiative. So. Dann. Einmal drehen, sodass du einen Turm angreifen kannst. Dann ist das relativ viel Verschwendung, aber... Hauptsache, der Turm ist raus. That turret is gone. So, haben wir noch Beamoth. Und... ja, relativ gute Werte, ja. Ja,
Einmal ein Alpha Strike. Roger that. Target's taken a critical hit. Und es scheint dabei zu bleiben, dass es jetzt nur zwei Mechs als Verstärkung waren. Na gut. Wir müssen den rechten Arm ein bisschen schützen. Aber ist eigentlich auch egal. Weil die linke Seite ist auch leicht beschädigt. Dann lieber zentral positionieren. Damit der Schaden verteilt wird. So, und dann haben wir noch Maximus. Das Gebäude werden wir später zerstören. Erstmal werden wir hier die gegnerische Mechs angreifen. Maximus im Highlander. So. Wir gehen kein Risiko ein, Wachsamkeit aktivieren. Und Angriff. So, und direkt wieder über die 50% Entschlussneid. Wir haben einmal Phase 5, einmal Phase 4. Orders. Und er ist erst in Phase 2 dran. Ja, lass uns das ausnutzen. Und gehen einmal dorthin. On my way. Oha, Leute. 6 M-Laser, eine KSR-4. Das ist auf jeden Fall kritisch. Shadowhawk steht im Wald, hat zweimal ausweichen. Boah. Boah, dann werden wir hier doch noch was verlieren. Mist. Wir aktivieren hier noch zusätzlich die Wachsamkeit. Waiting for orders. Gehen wir da irgendwie noch eine PPK hin. Um die Sensoren zu stören. Präzisionsschlag, Wahrscheinlichkeit zum Treffen auf 80% erhöhen. Ja gut, die Waffensysteme werden wahrscheinlich gut verteilt sein. Ah. Die PPK hat auf jeden Fall getroffen, Sensoren gestört, also hat jetzt eine schlechtere Chance zu treffen. Und hier, oh, so viel zur Theorie, da kommt eine komplette Lanze. Oder ist da noch ein Wachturm? Also, wir sehen nichts. Zerstöre die feindliche Verstärkung, 33%. Das ist ja jetzt eindeutig. Also, da wird noch ein dritter Mech sein. Und der hier wurde auf Initiative 1 runtergestuft. What's up, Boss? Wir haben hier keine Sprungdüsen. Der eine Punkt hier, der stört mich halt ein bisschen.
Aber okay. Eher versperrt, dadurch wird die Schwierigkeit um 2 erhöht. Ja, irgendwas ist hinten noch. Aber würden hier ja auch diese orangenen Zeichen bekommen, so wie hier, falls wir überhaupt nähere Informationen hätten. Mit dem Ghost-Geschütz und der LSR-20 Doppelplus. Okay, 60% weniger Schaden durch Bollwerk und Wald. Reporting, internal damage. Ja. So, der hat jetzt hier viermal ausweichen. Ganz witzige Entwicklung. Also so einen Alpha Strike könnte er nicht nochmal ausführen. Standing by. Ja. Der linke Arm, den schützen wir jetzt. Oha, 50%. Die Gefahr ist halt auch von da hinten. Und na, da gefällt mir nicht, wie wir uns drehen können. Na gut, dann so. Er hat Ausweichen komplett verloren. Okay. Good to go. So, Medusa, Spitzenpilot. Könnte erst angreifen, sich danach noch bewegen. Und andersrum. Die Wahrscheinlichkeiten etwas besser. Hier mal ausweichen, das passt. On my way. Jetzt zeig dich mal. Achso, das ist der. Warning. Armor low. Okay, so. Standing by. Beamoth. Ja, sieht eigentlich noch ganz gut aus. Den können wir immer noch angreifen. Wir halten uns einmal zurück. Ei, ei. Okay.
75 Tonnen. Ein schwerer Mech. Ready for orders. Moving out. Sehen tun wir ihn immer noch nicht. Von dem Mech ist nicht mal viel über. Schauen wir uns den mal im Detail an. Ah. Also zentral ist doch alles da, aber links und rechts fehlt halt einiges. Noch zwei im Laser. Der da hinten hat auf jeden Fall eine PPK eingebaut. Der hat uns ja in der letzten Runde hier beschossen gehabt. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen. Wir werden das ruhig so machen. Dann können wir hier einen Alpha-Strike durchführen, eventuell auch hinten im Wald angreifen, falls wir den schon sehen. Wir sehen den hinteren Mech nicht. Maximus bekommt auf jeden Fall Wachsamkeit. Damit in der nächsten Runde in der Lage wäre, vor dem gegnerischen schweren Mech anzugreifen. Ja, dann jetzt hier ein Alpha-Strike, dann ist er doch auf jeden Fall hinüber. Wir können sogar bei dem Gauss-Geschütz der LSR-20 Munition sparen. Ja, okay. Dann hat das noch nicht gereicht. Rechter Torso. 9 TP. Da sind noch die M-Laser eingebaut. So, wir haben auf jeden Fall jetzt noch den Decker. Und Medusa wäre auch noch vorher dran. Können wir den hinten, können wir dort eine Sensorerfassung durchführen. Das. Weiß ich nicht. Vielleicht. Und hier müssen wir den linken Arm schützen, ansonsten ist doch alles okay. Bei dem Mech, wir werden das mal so machen. Wir gehen mit Decker hier nach vorne. Machen das einmal so. Moving out. Und vielleicht können wir eine Sensorerfassung durchführen, dann machen wir das auch. Okay. Sensors locked on. Black Knight. PPK. 2 S-Laser. 4 M-Laser, ein leichter Laser. Und der ist halt, der ist in Phase 2 dran. Na gut. Okay. Yes, Commander. So, hier können wir mit Multiziel arbeiten. Wir sind fast unbeschädigt. Ja, ich würde natürlich lieber mit der PPK auf den hinten schießen und mit der LSR 15 plus hier vorne. Und da haben wir ganz gute Ah,
Ah, jetzt haben wir da ein kleines Hindernis. Na gut. Machen wir das einmal so. Location confirmed. Multizähl. So. Affirmative. Ja, Sensoren gestört durch die PPK. Der sieht uns nicht. Sehr gut. Wir sehen ihn ja nur aufgrund der Sensorerfassung. So. Mal wieder alle Waffensysteme aktivieren. Der wird Meisterstratege sein. Ja. Plus 1 Initiative. Oder Moment. Ach, das ist nur in Anführungsstrichen ein schwerer Mech. Alles klar. Maximo steuert ja einen überschweren, deswegen hat er standardmäßig nur Initiative 1. Müssen wir schauen, dass wir jetzt hier ja. Das sieht sehr schön aus. Ein Alpha Strike. Good to go. So. Ah, da kriegen wir leider den M-Laser nicht aktiviert. Aber 2x90%. Und bei Beemoth könnten wir uns jetzt überlegen, die Wachsamkeit noch zu aktivieren. Dann wäre sie in der nächsten Runde vor ihm dran. Wobei wir haben auch bereits Decker und Medusa noch vor ihm. Kann auch sein, dass wir ihn und Beemoth jetzt halt noch. Kann sein, dass wir ihn sowieso auf Initiative 1 zurückgebombt kriegen. Ja. Wir werden jetzt hier nicht die Wachsamkeit aktivieren. Angriff. I'm out of LRM. Oh. Okay. Keine Langstreckenraketen mehr. So. Er ist natürlich gut geschützt. Roger that. Ach. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade keinen. Boah. Nicht gedreht. Der linke Arm. Medusa, komm. Mach was Gutes. EPK 65%. Präzisionsschlag 2x85%. Wälzungswarnung. Angriff. Let's see.
Initiative 1. Ja. Okay. Roger. Er wärme kritisch. Hey, watch those heat levels. Receiving you. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall mit B-Mod vorher noch angreifen, aber es hat keine LSR-Munition mehr. Ah! Mist! Maximus ist trotzdem erst später dran. Location confirmed. Hätten wir bei Maximus die, die Wachsamkeit aktivieren können. Mist. Ah ja, gut. Aber dann wäre die Entschlossenheit unter 50% gewesen, hätten wir ein bisschen weniger getroffen. Ah. Hier nicht den linken Arm angreifen. Okay, gut. Ja, jetzt Maximus noch und dann bleibt da nicht viel übrig, glaube ich. So, diesmal machen wir das aber. Erst die Wachsamkeit aktivieren. Dann angreifen. Ein Alpha Strike. Enemy Mech. Critical damage detected. Ja, wunderbar. Ach so. Jetzt in der Runde ist er noch bei Initiative 2. Na gut. Vielleicht kriegen wir den filetiert. Aber den ersten Fall bringen. Und dann noch den linken Torso fokussieren. Vielleicht kriegen wir das hin, ohne den mittleren Torso zu zerstören. Ready for orders. Okay. Ja, hier jetzt auf jeden Fall auf den linken Arm aufpassen. Auch mit dem M-Laser eigentlich. Wenn wir nur mit der LSR 20 Plus angreifen, von hier. Dann würde das doch für das rechte Bein schon reichen. Sehr wahrscheinlich. Dann drehen wir dich nur ein bisschen. So. Können jetzt eh nur mit der LSR angreifen. Ist hingefallen. Einfach dadurch, dass okay, dass wir so viel Stabilitätsschaden gemacht haben. Oha, krass. Da ging fast gar nichts aufs Bein, ging ganz viel auf den mittleren Tor, dann kriegen wir den auch nicht filetiert. Ah, naja gut. What do you need? Nee, dann ist der mittlere Tor schon wieder hinüber. Got it.
Ja, okay. Mech destroyed. Gut, so, dann jetzt senden weiter. Aber es fast geschafft. Moving to position. Ja, Feindkontakt, keine Panik, das ist nur das Gebäude. Commander. Target confirmed. Ready for orders. On it. Acknowledged. Long range missiles are out. Ja, aber die Mission ist gleich auch vorbei. Yes, Commander. Geschafft. Ach, da ist noch eins. Habe ich. Egal. Egal. Angriff. Mit dem Highlander. Receiving you. Firing on target. It's time to bug out. Get to the LZ for extraction. Commander, das Gebiet wurde gesäubert. Darius hat mir die sofortige Landung gestattet. Halten Sie Ihre Stellung. Okay. Niemand wurde verletzt. Und den Trebuchschädel müssen wir reparieren. Dragon auch. Okay. Den Shadowhawk, den müssen wir gar nicht reparieren. Da ist es genau so passiert, dass wir hier den linken Arm, da haben wir die Panzerung komplett verloren, aber keinen Strukturschaden erlitten. Ah. Was ist hier eigentlich? Haben wir denn da Strukturschaden? Ach. Beim Bein, obwohl wir noch Panzerung haben. Na gut. So, zwei Objekte können wir frei auswählen und dann bekommen wir noch 6 zufällig. Ein Teil vom Black Knight. Einen vom Grasshopper und wir werfen noch mal einen Blick auf die Module. Oh Mann, dreifach plus. Boah. Na gut, vielleicht haben wir Glück. Wir bestätigen das so. Und bekommen sogar einmal einen M-Laser mit dreifach plus. Plus 3 Präzision, plus 50% kritischer Schaden. Kritischer Schaden ist ja, wenn man
die Panzerung eines Teils runtergeschossen hat, dann kann man ja auf dieses Teil, also zum Beispiel jetzt der rechte Arm hat keine Panzerung mehr und da ist ein M-Laser eingebaut. Ja, und dann schießt man weiter auf den rechten Arm und dann kann man ja die, braucht man zwei Crits, um den M-Laser zu deaktivieren. Also zu zerstören. Oder man nimmt den rechten Arm halt komplett raus, das ist klar. Dann kann auch kein M-Laser mehr funktionieren. Lady Centrella ist bereit, uns auf Eldred zu treffen, Commander. Ich habe einen Vertrag in der Kommandozentrale ausgearbeitet. So, Reparaturen schauen wir uns eben an. All das sollten nur Kleinigkeiten sein. Hier beim Dragon, da haben wir einen M-Laser. Den könnten wir ja ersetzen durch den M-Laser mit Dreifach Plus. Oder wir tauschen den normalen M-Laser beim Highlander aus. Ja, komm, beim Highlander möchten wir noch keinen popeligen normalen M-Laser dran haben. Wenn wir jetzt eh zur Hauptmission fliegen, dann machen wir den mal richtig schick. Moment, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ist Laser Doppelplus. Nee, okay. Du gehst wieder zurück. Moment. Alles rückgängig machen. Ich bin ja jetzt durcheinander gekommen. Also. Den normalen M-Laser bauen wir aus. Ah, hier, das ist ein S-Laser, Doppelplus. Wir bauen den M-Laser mit Dreifach Plus dafür ein. Und das war's dann wahrscheinlich auch. Ja. Okay, gut. LSR 20, Doppelplus ist wunderbar. Geister 6, Doppelplus ist auch wunderbar. Wir können noch mal hier einen Blick werfen auf unsere Bewaffnung, ob da noch irgendwas Besonderes bei ist. Das mit dem S-Laser Doppelplus passt halt jetzt nicht, weil wir sonst die Tonnage überschreiten würden oder hier ganz viel umbauen müssten. Kommunikationssystem. Dreifach Plus mit plus 4 Entschlossenheit ist eingebaut. Ah. Okay, das bestätigen wir einmal. Right. I'll get it in the schedule. So. War ruhig einmal mit umrüsten. Aber das wird auch so bleiben, wie es ist. Ein Kommunikationssystem ist eingebaut. Einfach nur reparieren. Schädigen. Logged and open. Shouldn't be too hard. So, bei dir? Oha. Dauert aber auch nur 2 Tage. Einmal bestätigen. On it. I'll let you know when that's done. So. Das mit dem S-Laser Doppelplus, das gefällt mir gerade nicht. Und ich hätte gerade auch mal in den Laden schauen können, ob es da irgendwas Besonderes gibt. So, wenn von euch einer einen S-Laser eingebaut hat, dann kann er sich freuen. Ist aber kein S-Laser.
Hier. Ah. Nee. Du bekommst die Waffe nicht. Ja, Folge wird jetzt ein bisschen länger, aber... Von dem Awesome noch ein zweites Teil einkaufen. Einfach auf Verdacht 800.000 Credits ausgeben. Nee. Ja, Mist. Ich schau mal kurz im Video nach, was für eine AK der eingebaut hat hier, der Highlander. Ja, okay. Also der Highlander hat gar keine AK eingebaut, sondern ein Gaussgeschütz. Und ja. Wir werden in der nächsten Folge dann weitermachen, wahrscheinlich mit dem Hauptauftrag, mit der Hauptmission. Und das schaue ich mir vorher einmal kurz an und dann geht's weiter. Macht's gut. Bye, bye.